Caritas ist nicht Betätigung eines dunklen Gefühls, nicht allein Übung eines warm fühlenden Herzens. Caritas ist Wissenschaft, Caritas ist Kunst. Das ist für mich so eine Zusammenfassung dessen, dass Caritas nicht einfach nur, da ist Not und wir tun jetzt irgendwas, sondern dass es schon auch eine Überlegung ist und besonders, dass es Kunst ist, jetzt im Sinne von aufwendig, von schöpferisch. Er stammt aus Geisenheim im Rheingau, am 1. Oktober 1858 dort geboren, war dann zum Studium und zur Priesterweihe in Rom 1883 und ist am 10. April 1921 in Freiburg gestorben. Knapp 63 Jahre, aber gefüllt für zwei Leben. Er hat die Caritas nicht erfunden, die gibt es seit 2000 Jahren und die Form der organisierten Caritas, wie wir sie kennen, gibt es seit dem 16. Jahrhundert von Vinzenz von Paul, dem heiligen Vinzenz von Paul aus Frankreich. Aber er war derjenige, der zum ersten Mal diese ganzen Strukturen, Organisationen, Verbände, Vereine, Initiativen, aber auch die theologischen Hintergründe und die wissenschaftliche Systematik zusammengefasst hat. Und wenn wir sehen, dass Menschen in Not sind, ob materielle Not, ob geistige Not, gesundheitliche Not, Armut ist ein sehr umfassender Begriff, dann ist das Gebot der Stunde zu handeln und etwas zu tun, jetzt sofort. Wenn es brennt, muss man löschen. Aber dann muss man auch gucken, warum hat es gebrannt? Wo sind die Ursachen? Warum sind die Menschen in dieser Situation, in der sie sich befinden? Was kann man dagegen tun? Was muss man dagegen tun? Wir haben eine Verpflichtung, etwas dagegen zu tun. Und dann vor allem aber auch zu gucken, dass sie davon nicht abhängig werden. Wir dürfen Menschen, denen wir helfen, nicht in neue Abhängigkeiten führen. Das ist zwar gut gemeint für die Wirtschaft und auch für das Geschäft, aber das ist menschenunwürdig. Menschen helfen zur Selbsthilfe, zu eigenständigem Leben. Und er fand durch diese Caritas Internationalis oder auch durch die Idee der gemeinsamen Hilfe, hoffte er zumindest, dass die Menschen dann auch ein Gefühl für den anderen bekommen, der jenseits der Grenze lebt. Wir sind ja noch in den französisch-deutschen Kriegen, wir sind im Ersten Weltkrieg. Also dass die Hilfe untereinander, völlig unabhängig von Nationalität und Religion, zu einem gemeinsamen Miteinander führt. Also man könnte fast sagen, eine Vorläuferidee des europäischen Gedankens. Wir sind eine Familie und nicht nur in Europa, weltweit. Lorenz Wertmann hat mal gesagt, nichts darf der Caritas fremd sein. Keine Not, keine Situation darf irgendwie zum Ausschluss führen. Und das hat über die Jahre, Jahrzehnte zu einer beachtlichen Leistung geführt. Heute umfasst der Deutsche Caritasverband als Dachverband über 900 selbstständige Organisationen, die ihrerseits wieder fast 6200 Einrichtungen und Dienste in Deutschland unterhalten. Und da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und dort arbeiten fast 700.000 Menschen, Frauen und Männer im Dienst der Caritas, im Dienst am Nächsten. Und das ist doch nochmal eine Hausnummer. Die Caritas muss das goldene internationale Band werden, welche die jetzt noch hasserfüllten, sich bekämpfenden Völker versöhnen und zum großen Völkerbund der einen Gottesfamilie wieder zusammenführen wird. Ein Vorläufer des europäischen Gedankens und einer weltweiten Zusammengehörigkeit von Menschen. Wie gesagt, sprachlich ein bisschen antiquiert, aber von der Idee her hochmodern.